Ja, hallo. Google-Optimierung. Ich möchte mal in diesem Video kurz zusammenfassen, was mir, wenn ich mit Kunden spreche, persönlich aufgefallen ist, wo eigentlich so ein bisschen Denkfehler passieren, wo ein bisschen es sich nicht richtig mit beschäftigt wird. Was muss ich denn als erstes machen? Und ja, das ist jetzt einfach der Zweck dieses Videos. Gehen wir mal auf die Ziele. Ja. Normalerweise ist es ja so, dass zu 99% die Google-Optimierung deshalb stattfinden soll, weil man eben Neukunden auf seine Seite locken möchte oder mehr Neukunden auf die Seite bringen und dann die Verkäufe steigern möchte. Ja. Selbst bei dieser Aussage hapert es dann schon oft. Oftmals kommen die Leute auf mich zu, einfach weil sie in irgendeiner E-Mail auf Google-Optimierung hingewiesen wurden, also sprich irgendwelche Spam, die einen verspricht, auf Google, was weiß ich, auf die erste Seite einzubringen. Oder einfach nur, naja, wir müssen irgendwas machen, unser Verkauf läuft nicht so richtig, wir müssen Google-Optimierung betreiben. Ja. Aber diese Denke, warum man es eigentlich macht, da muss man ja immer wieder mal ein bisschen so nachhaken, damit auch klar ist, was eigentlich das Ziel hinter der Google-Optimierung ist. So, wie gesagt, zu 99% geht es darum, eigentlich die Verkäufe zu steigern, und zwar die Verkäufe an die Neukunden. Bestandskunden kennen die eigene Seite ohnehin, da wird man mit Google-Optimierung mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts groß rausholen können. Ja. Das ist also mal so der erste Punkt. Das ist auch der Punkt, den ich jetzt in diesem Video adressiere. Das heißt, auf andere Punkte gehe ich jetzt mal gar nicht ein. Dann das nächste, was ich mal anspreche, Voraussetzungen. Viele, gerade als Mittelständler in einem, sagen wir jetzt mal, eher ja, technischen Umfeld, wie beispielsweise Edelstahl oder Fuhrpark und solche Themen, die beschäftigen sich dann mit der Google-Optimierung, aber sie haben eigentlich gar nicht die Voraussetzungen auf der eigenen Webseite geschaffen, damit diese Google-Optimierung überhaupt fruchten kann. Was bedeutet das? Sie haben die Webseite dahingehend nicht optimiert, dass man, egal wo man auf der Webseite rauskommt, wenn man jetzt eben von Google kommt, direkt sieht, bietet die Firma das, was ich brauche, sprich, hat die eine Lösung für mein Problem oder ein Produkt für meine Suche. Und selbst wenn das noch gegeben ist, ist es relativ schwierig, Kontakt mit der Firma aufzunehmen oder eben das Produkt, wenn man das überhaupt auf der Webseite anbietet, direkt zu bestellen. Und ich sage dann immer so, macht mal diesen 15-Sekunden-Test oder wertet mal aus, wie schnell die Kunden eigentlich wieder von eurer Webseite gehen. In der Regel sagt man so, wenn man in 10 bis 15 Sekunden den Kunden nicht davon überzeugt hat, dass man die Lösung für sein Problem hat, dann ist er wieder weg. Und das ist auch jetzt so der erste Punkt, mit dem ich in die Ist-Aufnahme einsteigen würde. Deswegen steht bei mir hier Tracking. Machen wir es mal auf. Man muss erstmal auswerten, wie eigentlich die aktuelle Webseite von den Besuchern bzw. von den Neukunden genutzt wird. Wie gesagt, Bestandskunden außen vor. Das heißt, auf welchen Seiten landen die häufig, wenn sie von Google kommen, ja, wenn sie eben quer einsteigen, landen die immer auf der Startseite. Da habe ich in der Regel noch gut Informationen zusammen, die sagen, bin ich für dich, also bin ich als Anbieter für dich geeignet. Auf den Unterseiten wird es in der Regel dann schwieriger rauszukriegen für den Kunden, ist das jetzt das, was ich suche. Ja. Dann auch diese Absprungsrate, also bezogen auf diese 15 Sekunden, wie lang bleibt jemand, der von Google kam, auf meiner Seite? Klickt er überhaupt nochmal auf irgendwas anderes oder geht er direkt wieder? Das ist diese Absprungrate. Auch die Klickpfade verfolgen. Wie hat er dann quasi auf der Seite navigiert? Ist er dann vielleicht direkt auf Impressum oder ist er direkt auf irgendeine Kontaktseite gegangen, wenn es das überhaupt gibt? Ja, wären wir wieder bei dem Punkt Kontaktmöglichkeiten, ob diese Voraussetzung gegeben ist. Wie viele Verkäufe mache ich aktuell schon übers Web? Und wie viel Kontakt habe ich im Prinzip übers Web mit meinen Kunden? Sprich, habe ich zum Beispiel eine dedizierte Telefonnummer, über die Kunden, die mich eben übers Web finden, anrufen. Wenn ich das nicht trenne, weiß ich schon mal nicht, hat er mich jetzt quasi über Google gefunden oder kam der im Prinzip, weil er im Telefonbuch geschaut hat, weil ihm ein anderer Kunde mich als Referenz genannt hat, und so weiter und so fort. Ja, das gleiche gilt auch für die Verkäufe. Kann ich auseinanderhalten, was ich tatsächlich über die Homepage abgesetzt habe an Neukunden oder kann ich das nicht? Ja? Und hierfür muss man das Ganze eben tracken und auswerten. Wenn ich das nicht habe, wird es schwierig dann auch zu messen, ob meine Google-Optimierung überhaupt ihr Geld wert war. Deshalb das Erste, was ich einführen würde,
wäre Tracking, falls ich das noch nicht habe. Der zweite Punkt ist das Thema Google an sich. Sprich, erstmal ist Aufnahme, wo stehe ich bei bestimmten Suchbegriffen? Lande ich da irgendwo auf Seite 10? Lande ich gar nicht im Index? Was auch immer. Habe ich vielleicht nicht die entsprechenden Keywords auf meiner Seite gepflegt? Das kann auch so ein Thema sein. Ja, man sucht nach einem bestimmten Begriff und stellt dann aber fest, den hat man auf der eigenen Webseite gar nicht verwendet. Also kann man logischerweise auch nicht bei Google zu dem Thema auftauchen. Dann, wie stehen meine Mitbewerber da? Wenn ich jetzt natürlich bärenstarke Mitbewerber habe und nur ein kleines Licht im kompletten Segment bin, ja, dann wird es wahrscheinlich extrem schwierig und teuer, bei Google weiter oben zu landen, weil einfach die großen Mitbewerber die Plätze unter sich ausmachen. Ja, dann stellt sich die Frage, ob es lohnend ist, Geld in die Google-Optimierung zu stecken. Der nächste Punkt sind Kanäle und Präsenzen, sprich, was habe ich noch im Web quasi an Auftritten, die vielleicht auch in Konkurrenz zueinander stehen, wo nicht ganz klar ist, ob die Seiten zusammengehören, die Kunden verwirren, oder eben auch Kanäle im Sinne von Social Media, die mich pushen können, was kann ich davon nutzen, was habe ich schon. Also das ist auch ganz wichtig, da eine Ist-Aufnahme zu machen. Ich hatte zum Beispiel mal einen Kunden, der hat mehrere Webseiten betrieben, eigentlich mit relativ gleichem Inhalt. Ja, da hat sich mir der Zweck nicht erschlossen, der konnte mir das so auch nicht direkt kommunizieren. Und dann wäre noch so ein Thema Online-Tests, sprich, ist meine Webseite W3C-konform, welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es, habe ich Fehler und so weiter. Ja. Und das würde ich alles gleich am Anfang machen, damit ich auch messen kann, was bringt mir die ganze Optimierung. Ja. Noch ein Punkt sind die Verkäufe, das hatten wir ja beim Tracking oben. Warum habe ich es als separaten Punkt aufgeführt? Weiß ich jetzt selber gerade gar nicht mehr. Ging auf jeden Fall über die Geschichte, was alles übers Web geht. Ah, jetzt weiß ich wieder, Ist-Aufnahme, Verkäufe. Ja, das heißt, was setze ich denn heute schon ab? Also habe ich da überhaupt Zahlen für, wenn ich gar keine Zahlen für habe? Dann wird es auch schwierig zu messen, hat sich mein Umsatz gesteigert, ja, als Beispiel. Also noch gar nicht so die Trennung nach Web- oder Nicht-Web-Verkäufe, sondern rein, habe ich überhaupt Zahlen hierfür vernünftige, ja. Hat auch nicht jedes Unternehmen, also speziell die kleinen oder mittleren. Die wissen zwar den Monatsumsatz, aber die wissen jetzt nicht, was sie wirklich verkauft haben. Haben sie jetzt 20 Stück und ist es vielleicht saisonal nur höher, ja, und so weiter und so fort, damit man es auch vergleichen kann. Weil ich kann jetzt nicht zum Beispiel den August mit den großen Sommerferien als Referenz hernehmen. Ja, das funktioniert nicht. So, das ist halt diese Ist-Aufnahme ganz essentiell aus meiner Sicht. Und dann die Voraussetzungen, die ich eben vorhin angesprochen hatte, erstmal schaffen, dass diese Google-Optimierung überhaupt wirken kann. Ja, sprich, wenn die Leute dann tatsächlich auf meine Seite über Google kommen, dass sie dann auch direkt quasi sehen, das ist der Anbieter, den ich gesucht habe, der bietet das, was ich möchte, und ich kann ihn schnell und einfach kontaktieren, beziehungsweise idealerweise sogar direkt quasi hier bestellen. So, Vorgehen, es ist eigentlich ein ganz allgemeines Vorgehen, das hat jetzt nichts mit Google speziell zu tun. Ist-Zustand erfassen hatten wir. Dann entsprechende Maßnahmen ableiten. Es könnte jetzt beispielsweise sein, sich ein Tracking-Tool wie eTracker oder Piwik einzurichten, sich bei Rankings bei zu registrieren, zu schauen, bei welchen Suchbegriffen landet man wo in Google. Dann diese ganzen Maßnahmen bewerten, im Sinne von Kosten, Nutzen, ja, das sind ins Verhältnis stellen. Logischerweise mache ich als erstes das, was mir den meisten Nutzen zu den niedrigsten Kosten bietet. Und dann logischerweise die Maßnahmen umsetzen. Das nur nochmal am Rande zur Vervollständigung. Und dann habe ich am Schluss noch ein paar allgemeine Punkte einfach zur Google-Optimierung an sich. Generell bewertet Google alles gut oder höher, was einer besseren Usability zuträglich ist. Deswegen fasse ich das ganze Thema hier unter Usability zusammen. Performance, ja, sprich, habe ich lange Ladezeiten, das bewertet Google. Da gibt es auch Online-Aussagen darüber, wo Google selbst gesagt hat, dass sie das jetzt quasi mit ins Ranking aufnehmen. Schon länger. Mehrsprachigkeit, logischerweise, dass jetzt beispielsweise ein Engländer, der in Deutschland halt sitzt, auch trotzdem die englische Seite benutzen kann oder englische Inhalte quasi versteht, hat natürlich auch eine bessere Usability zur Folge. Biete ich bestimmte weitere Kanäle an, damit ich es dem User einfach mache, irgendwie in Kontakt zu treten oder sich auch auf anderen Portalen zu informieren. Multimediale Aufbereitung, ja, dass man quasi nicht nur Text hinpumpt, sondern sich Mühe gibt, dass es quasi wie redaktioneller Inhalt wirkt. Dann mobile Optimierung, sprich, kann ich es auf dem Handy, auf dem Tablet auch gut bedienen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht die Besucher tatsächlich hat, die über
Mobillösung die Webseite aufrufen. Kann oder ist es auf jeden Fall sinnvoll, trotzdem diverse Optimierungen zu machen, damit Google sagt, oh ja, die haben sich da Mühe gegeben, das bewerten wir gut. Und dann zum Beispiel diese Fehlerfreiheit. Das war so ein Punkt von mit diesen Online-Tests, wo man prüfen kann, ob die Webseite entsprechend gut aufgebaut ist. Das wäre auch so ein Punkt, dass die eben nur gültige Links enthält und nicht irgendwelche Links, die schon lange nicht mehr funktionieren. Ja. Und so als letztes Thema, weil das auch immer im Prinzip gleich am Anfang schon bei der Frage nach der Google-Optimierung mitkommt, ja, sollen wir AdWords-Kampagnen schalten? Ja, meine Empfehlung ist, macht erstmal die ganzen anderen Punkte und schaltet dann AdWords-Kampagnen. Auf jeden Fall also dieses Tracking schon mal mit einbinden, weil dann könnt ihr auch richtig messen, ob das AdWords funktioniert. Generell bin ich ja zum Beispiel ein Gegner von Google Analytics First Tracking, weil es immer so eine Frage ist, ob das mit dem deutschen Datenschutz konform geht. Deswegen da eher die Empfehlung zu eTracker und Piwik. Muss aber jeder für sich selber entscheiden, der am Schluss auch für haftet. Aber AdWords ist natürlich ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss, ein sehr großes Thema. Aber ich würde erstmal mich um die anderen Punkte kümmern, bevor ich jetzt an AdWords gehe. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wieder ein bisschen über die 10 Minuten. Irgendwann treffe ich es mal noch. Bis zum nächsten Mal.